Die Mondscheinkluft klingt ziemlich spannend, würde ich sagen. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ihr wisst Bescheid. Beim letzten Mal, keine Ahnung, was wir genau beim letzten Mal gemacht haben, ist bei mir schon eine Weile her. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit der Mondscheinkluft. So, 5 Wordle, die es gibt. Das wäre ich relativ egal, wir holen ja sowieso alle. Wir sind ja Profis. Oh, ja. Lichtverhältnisse, sehr schön. Ja, ja, hier ist noch ein Stein. Okay, also wir können Steine essen. Vielleicht wird das noch wichtig später. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. So. Aha. Das sehe ich also richtig. Man kann diese Blöcke zerstören. So was, ja. Okay. Der hängt ein bisschen in der Wand drin. Ah ne, die Blöcke fallen einfach runter. Das ist das Gimmick. Verstehe. Die Sachen gehen halt kaputt. Aber wir können ja... Ich will nach da hinten, ich will wissen, was es hier gibt. Okay, Zwillingsbohrer. Für den Bohrer ein Upgrade. Okay. Wird ja aber auch langsam mal Zeit. So, erstmal gucken. Das ist ein Achievement. 3 Stück müssen wir finden. Das finde ich super. Schön, dass er rollen wie die Bayra. Das macht einen sympathischer, habe ich in letzter Zeit häufig gehört. Und ich habe gehört, ich muss wieder gehen. Aber ich glaube, die ganze Zeit Klickspam ist schon schlau, weil man dann noch in der normalen Geschwindigkeit laufen kann. Bitte kein Open World in der Dunkelheit. Open World und Dunkelheit finde ich nicht so schön, aber es ist eher so ein straightforward Weg. Nee, der verfolgt... Okay. Nee, du siehst gar nicht. Hä? Was? Ich bin gleich tot. Na gut, perfekt. Da hinten rechts ist was. Oder die Held. Ich glaube, das größte Problem wird sein, diese Poster zu finden. Keine Ahnung, was es sonst noch so für Achievement gibt. Aber die Poster stelle ich mir einfach aus dem Grund schwer vor. Es ist dark und man sieht nichts. Oha. Da oben ist Waddle Dee. Das finde ich schon mal sehr schön. Oh, das fährt ein. Das dachte ich mir. Aber wir haben's. Ist der erste, habe ich gehört. Perfekt. So will ich das. Schon mal ein schöner Start in die... Ein schöner Start. Ich würde sagen, ein guter Start in die Folge. Ja, hier einfach immer in so einem gewissen Intervall drücken. Man kriegt Schaden, wenn man die berührt. Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Es tut mir leid. Mal umgucken. Hier sind... Ich habe schon länger... Hier rechts. Ich habe springen gedrückt. Ich will es auf die Capture-Card-Latenz schieben, aber irgendwie will ich es auch aufs Spiel direkt schieben. Nee, ich habe ja eine, würde sagen, etwas höhere Latenz durch meine viel zu billige Capture-Card. Und dementsprechend, wenn ich springen drücke, dauert das eine Weile. Ah, perfekt. Dafür gibt es auch einen Roddle, die... Den zweiten. Sehr schön, sehr schön. Ob man hier so ein bisschen aus dem... Ist das...
ob man hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Wollte ich sagen. Was habe ich neu so Spannendes erlebt? Oh mein Gott, ich habe heute Fotos gesehen. Von mir. 2005. Mein Geburtsjahr. Ich würde mich mal so vorsichtig ausdrücken. Unangenehm. Aber ganz witzig. Nee. Okay, nicht kämpfen, einfach walken. Will ich wechseln auf Feuer? Wir wechseln auf Feuer. Feuer ist bisher das Epischste. Wisst ihr noch dieser Moment, als ich dachte, das Game wäre vorbei? Lustige Zeit. Na, da hinten ist das Letzte. Ich hab's gesehen. Da ist ein Waddle Dee, wie random. Schnell, schnell, schnell. Hoch, hoch, hoch. Perfekt. Da hab ich's doch. Gesehen. Uiuiui. Oh mein Gott. Das war knapp. Halt, die fallen ja runter. Oh mein Gott, das muss ein Speedrun sein. Hier, zack. 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 Ich glaube, wir haben nur einen Versuch hier hoch. Na, haben wir nicht. Ich würde aber mal sagen, sieht halt... Hä? Achso, okay. Sieht halt eher Secret aus. Mal gucken. Wenn es hier weitergeht, haben wir safe was verpasst. Ist mir egal, ob ich Schaden bekomme oder nicht. Laufen, laufen, laufen. Perfekt. Ich darf die Items nicht berühren. Ich schlafe ein und sterbe sonst. Wisst ihr warum? Weil ich einschlafe und dann bleibe ich auf den Dingern liegen. Jetzt haben sie... Das ist kein Item-Spamming oder so. Das ist einfach nur, wenn du die einsammelst, stirbst du. Also halt fällst du runter, kriegst Schaden. Ey, das finde ich ein cooles Gimmick. Gibt's ja auch im Mario Maker solche Level, wenn du einen Pilz einsammelst oder so. Ist vorbei. So, tot. Ich meine, ich habe dich freundlichst gebeten, beiseite zu gehen. Der ist einfach zu einer... Hä, wie cool. Ist einfach so richtig... Wir haben noch nichts anderes... Okay. Was fehlt uns noch? Oh, das letzte haben wir noch gar nicht. Okay. Ja, das ist ja schön. Geht's euch? Will ich mich aber hier halt ganz genau umschauen. Alles abbrennen. Na, hier links. Das sieht sass aus. Nee. Hier rechts geht's auch nicht weiter. Dann weiter. Ich will nämlich überhaupt gar nichts verpassen. Ich will mal ein Level mal wieder nach langer Zeit schaffen. Mit direkt allen Waddle Dees und Achievements. Deswegen lasse ich mir auch hier ganz gut Zeit. Tarnung. Oh. Das ist immer so ein bisschen tricky. Ey, die sind so schlecht gerendert weiter hinten. Oh ja, sauber und ordentlich. Und er noch. Waren das alle? Hallo? Nee, waren's nicht. Okay, ganz entspannt, weitermachen, Leute. Rechts hier drüber und runter. What? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da. Da ist auch der Waddle Dee. Sehr schön. Hier ist vorbei. Haben wir was verpasst, ist jetzt die Frage. Yep. We did. Neuer Versuch. Nee, will ich jetzt nicht nehmen, weil ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. Was könnte es sein, was wir vergessen haben?
irgendwie damageless in dieser Flugpassage? Ich bin so das genaue Gegenteil von ihm. Ich bin Feuer, mein Freund. Sprung, 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 Sprung. Was ist das hier oben an dem Kaktus? Ich weiß es nicht. Yo! Finde den versteckten Schatz bei den Kaktus-Drilling! Leute, das ist... Uns fehlt nichts mehr. Das ist der First Try. Dafür jetzt ein Like. Bam. Jetzt habe ich ihn auch verdient. So. Jetzt habt ihr nicht einfach direkt geliked, jetzt habe ich ihn mir verdient. Sieht sehr schön aus, wenn man das direkt schafft. Und spart mir auch Zeit beim Aufnehmen. Und ich kann mehr aufnehmen. Das Coverradio. Oh, der Super Saiyajin Kirby. Seiner Boomerang-Form. Lesen wir uns alles am Schluss durch. Nicht vergessen. Am Schluss. Ich dachte, das Spiel sei schon längst vorbei. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Game noch geht. Weil da hinten, das sieht noch so viel aus. Sind wir schon beim... Oh. das ist der Boss. Wir brauchen 25 Waddle Dees. Ich glaube, wir haben mehr. Ich weiß es aber nicht so genau. Der Profi, Leute, der Profi. Wer ist unser Boss? Oh Gott, ich habe schon wieder keine Ahnung. Sieht aus wie ein Hund, wie Goofy aus dem... Mickey Mouse Dings. Mickey Mouse Comics, jetzt habe ich's. So. Okay. Aber ihr wisst Bescheid, wir machen vorher immer noch das hier. Und die 100% beim Boss mache ich auch off-cam. Aber wir müssen noch ein paar machen, sowieso. Was heißt, wir müssen noch ein paar machen? Drachenfeuerschatz. Ja, schmelzen, gleiten auf zur Kanone. Hm. Spaß. Ist das hier Secret? Wasserballonstoff. Haben wir zeitlich nicht geschafft. Die wir schon gesehen haben, mache ich halt nicht nochmal. Die mache ich dann off-cam einfach. Sägezahn-Abprallwunder. Trifft die Schalter. Dann lass das doch mal tryen. Ist das mein Boomerang? Ja, wir sind ja schon voll evolved. Wir sind ja voll krank, ey, Leute. Bam. Ah, ist wieder sowas. Ja, ja. Zack. Ich würde sagen, hier. Das fühle ich. Das bitte in den normalen Leveln. Einen haben wir gedrückt. Der andere ist hier. Zack. Nein! Was ist mit dir los gewesen? Hä? Das ist unfair! Wie mies. Ja. Nein. Oh, come on. So. Okay. Ich treffe halt immer da rein. Das ist das Problem. Ey, wenn ich jetzt an sowas scheitere, ist das unfair. Prall doch ab, Mann. Ja. Noch ein. Jetzt ist aber auch mal gut. Doch, er hier. Er hier und dann hier rein. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Der sieht perfekt aus. Komm. Dies. Sehr schön. Nee. Da, wobei. Ordentlich, sauber, perfekt. Meine Güte.
Hier. Ja, natürlich. Ey, sowas ist mies. Aber ich mach's wie ein Gott. Bitte, lauf einfach. Ey, wenn hier jetzt nicht das Ziel ist, ich heule. Das wäre so unverdient. Okay. Perfekt. Ey, wenn ich jetzt gestorben wäre. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Nee, 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 nee. Gleich neuer Monitor. Gleich neuer Monitor in Warenkorb. Der alte hat gewisse Schäden. Mit Controller abdrücken. Nee, natürlich nicht, aber sowas ist halt schon. Das triggert. Und er hier noch. Der Eisbärtschatz. Eiskalt abserviert. Eisbär-Eisprüfung. Let's go. Vorher noch kurz was trinken. Leute. Trinken ist wichtig. Stay hydrated. Ich hab den nicht. Mann! Natürlich. Der ist sehr ordentlich, muss ich sagen. Hey, geht weg. Du auch. Hallo! Wieso ist denn der da oben? Das ist unfair. Alle down. Ich wusste gar nicht, dass ich da so Eis-Dingse bauen kann. Wie heißen die? Schneemänner. Eis-Dings. Ich bin auch doof, gell? Ja, ich merk's. Er ist doch einfach nur in der Mitte so stehen. Hallo! Ja, ordentlich. Er rennt. Sauber, sauber, sauber. Die, die, die. Ja, komm. Wie unfair. Komm, komm, geh raus. Hallo. Bitte. Stirb doch. Jetzt. Er hat mich doch getroffen. Wie unfair. Oh mein Gott, wie unfair. Das ist Ziel. Oh, das war aber von der Zeit her eigentlich sehr gut. Wir hatten noch 45 Sekunden. Vorher war es knapp, aber es ist kein... Yo, 45 Sekunden. Ja, ist, könnte ich mir vorstellen. Ich wusste ja zum Beispiel nicht, dass ich Schneemänner erschaffen kann. Das habe ich ja später gemerkt. Dementsprechend hätte ich das früher gemerkt, hätte ich auch damit früher anfangen können. Ist ja obviously machbar gewesen. Waren das alle? Sind wir... Ja. Ja, wir... Da müssen wir wahrscheinlich noch evolven, ja, Kristallegel und so. Das kommt dann. Der Sammler der Schlaflosschlucht. Ja, komm, machen wir den noch. 10 Minuten haben wir noch Zeit. Let's go. 3 Achievements, 1 davon unter einer bestimmten Zeit. Damageless mit einem bestimmten Item und ganz normal besiegen. Weiß Bescheid. Okay, unangenehm. Oh, eine M-Tomate. Jetzt. Ach, die respawnt einfach. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Aber... Igel würde ich jetzt auf gar keinen Fall nehmen. Bonkers auch nicht. Ich glaube, ich nehme Bomben. Ja. Mit denen kann ich noch am meisten einfach... Wetten, es ist ein Achievement, alle davon abzureißen. Die geben auf jeden Fall alle Geld. Ja, warum auch nicht.
Ich weiß zwar immer noch nicht so genau, was ich mit dem Geld anfangen soll. Klar, ich kann mir im Dings im Laden Sachen kaufen, aber ob sich das lohnt, habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Oh, Elfilin. Stimmt, der wurde ja mitgenommen von King DDD. Ey, Kirbys Gesicht ist so gut. Das hätte ich sehen müssen eigentlich, gell? Ein bisschen. Ah, okay. Na, hat Goofy-Ähnlichkeit. Tanzpanzerbestie Gürteltor. Der sieht bis jetzt legit Damage, das macht Boss. Was? Trifft drei von den Gürtel. Ach so. Ja. Okay, wenn das ein Achievement ist, ist das sehr schön. Oh, er hat eine andere Phase. Unangenehm. No, du machst den Boden. Perfekt, das war sogar wichtig, die alle drei zu zerstören. Das ist ein Gürteltier. Das ist ein Gürteltier. Der trifft mich. Nein, tut er nicht. Er kommt aber zurück. What? Oh, jetzt, aber jetzt. Jetzt schön da rein, da. Okay. Auch diese Zeitlupe, viel zu episch. No. Und jetzt da rein damit. Pit spam, spam, spam. Nein. Okay, aber immerhin mal ein anderes Achievement als diese ganzen Standard-Achievements. Und theoretisch kann ich mir dir noch relativ gut Damageless vorstellen. Okay, neue Phase. Also er baut gerne Sachen, das finde ich cool. Ist ein cooles Gimmick. Dass du damit jetzt Schlittschuh fahren musst. Ich will nah an ihm dran sein, aber auch nicht zu nah, weil... Ich sterbe hier. Das ist bisher der schwerste Boss. Ja, cool. Das ist bis... Oh mein... Ja. Er überzeugt mich damit. Wir gehen ins Waddle-Dee-Dorf, machen uns kurz stärker. Ist okay, dass ich ein bisschen perplex bin? Dass das so läuft, wie es läuft? Ey, ich will nicht auf den einfache Brise-Modus oder wie der Quatsch da heißt gehen. Echt nicht. Wir sind einfach gestorben. Das ist schon Schande über mich, Leute. Das Spiel wird anspruchsvoll. Das finde ich gut. Ey, das ist cool. Yo, wie geht's denn so? Ich hab ein paar Blaupausen für dich. Ja, willst du mal ein bisschen für mich? Aber ja, das finde ich aber super. Dann zeig mal, bitte, bitte für irgendwas, was ich brauchen kann. Ah. Das ist alles. Nee, Bombe. Genau, eben Bombe. So, da schauen wir uns doch mal den Evolve an. Und wir bekommen the one and only Sucherbombe. Sucherbombe? Oh mein Gott, please, 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 please. Dies lass es das sein, was ich mir vorstelle. Ja. Sucht sich Gegner. Wir probieren den Bosskampf gleich nochmal. Aber natürlich schneide ich euch bis zu dem Punkt sauber und sorgfältig hin. Bis gleich. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ich bin jetzt im einfachen Modus.
Und ja, einfach um es ausprobiert zu haben und weil ich sonst wahrscheinlich diesen Bosskampf niemals hinbekommen hätte. Aber was ist das? Hier nicht getroffen zu werden ist ein Wunder. Also, wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist selbst hier kriegt man fast die ganze Zeit Schaden. Und das ist halt auch nicht normal, würde ich sagen. So, jetzt aber fertig hier mal. Ihr seht oben, es ging jetzt besser, klar, weil ich die Anfangsmuster kann, aber ich wurde trotzdem immer wieder von dieser Rollattacke getroffen. Und das ist halt wirklich schwer. Also, selbst im einfachen Modus kriegt ihr Permaschaden. So, was kriegen wir für ein Dings? Blizzard Eis, okay. Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten, haben wir auch gerade geschafft, sehr schön. Also, der einfache Modus lohnt sich bei manchen Stellen schon. Ja, 40 Minuten in der Aufnahme ist okay. Dafür, dass ich es jetzt ein paar Mal versucht habe. Mit Hammer müssen wir ihn besiegen. Jetzt Teil war ja kinderleicht. Ja, ich möchte sowieso wieder zurückändern. Der letzte Modus war ja kinderleicht. Vorher hat er gesagt, ja, der letzte Modus, der war so schwer. Möchtest du vielleicht lieber auf den schwierigen Schwierigkeitsgrad stellen? Und ich so, ja, ja, mach halt mal. Und jetzt, oh ja, das war ja viel zu einfach. Die ganzen anderen Waddledees, wie ihr wisst, hole ich off-cam. Ich würde sagen, die nächste Welt haben wir uns nicht an. Die kommt in der nächsten Folge. Wir schauen uns aber ganz kurz im Waddledee-Dorf. Es ist eine Stadt, ich weiß, ich schreibe das aber immer falsch. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Und wir kriegen ein neues Sammel-Item-Gegenstand. Series 3, das sind dann wahrscheinlich alle Bosse, I think. Eine neue Dings fürs Eis, weiß ich. Genau, und allgemein mal hier vielleicht umgucken, ob was Neues Spannendes gibt. Wo ist denn der Shop? Welches von diesen ganzen Dingern ist denn der Shop? Eine gute Frage. Es gibt auch einen Zweispieler-Modus. Ich weiß, es gibt noch das Angel-Minispiel. Das machen wir auch irgendwann mal noch. Der Shop ist doch da oben, nicht? Ja, auch das ist cool. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt vorher. Die fahren rum und suchen wirklich einen Gegner. Ah, okay, hier kann man dann so Kraftsachen und so kaufen. Abwehr, Kraft und besseres Springen oder so. Was hier? Ah, lass einfach mal mit denen talken. Rollkörbelroll. Tritt ruhig näher, nur keine falsche Scheu. Hier in meinem Stand kannst du den angesagtesten Spiel der ganzen Stadt spielen. Rollkörbelroll. Probier's ruhig mal aus, Kirby. Was muss man denn machen? Oh, okay, das ist so ein Labyrinth, ja. Wo man dann so links, rechts und so, okay. Und dann ist hier noch die Battle Arena and that's all? Ja. Haben wir noch was Neues zu? Nein, leider nicht. Ultra Secret da hinten. Wie viel ist die wert? Ich weiß es nicht. Wenn man nicht blöd dran vorbeispringt, bestimmt viel. Oh, suchen die dann auch? Ja, natürlich. Okay. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Die ist hier zu sehen. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal in 3 Tagen normalerweise wieder. Bis dann und ciao. Oh, habe ich die Cutscene gerade geskippt? Ja, okay. Das nächste ist Rotharz verbotene Lavalande. Ich glaube, das ist Endboss, oder? Ganz da oben ist der Endboss, safe. Okay, jetzt habe ich die Cutscene geskippt, wie das freigelegt wurde. Ist, glaube ich, auch egal. Eine Lava-Welt. Kommen wir beim nächsten Mal rein.